spielst du den Vorhand-Topspin richtig? Punkt Nummer 1, das linke Bein befindet sich etwas weiter vorne als das rechte. Punkt Nummer 2, deine Füße zeigen Richtung Netz und dürfen niemals zur Seite zeigen. Punkt Nummer 3, geh in die Knie und verlagere dein Gewicht auf deinen Fußspitzen. Punkt Nummer 4, drehe deine Schulter und Hüfte nach hinten, der Schläger sollte sich aber oberhalb des Tisches befinden. Punkt Nummer 5, starte deine Ausholbewegung und treff den Ball seitlich vor deinem Körper. Punkt Nummer 6, streife den Ball möglichst schnell und die Beschleunigung kommt hierbei vor allem aus dem Unterarm. So sollte das dann aussehen. Jetzt noch zwei Übungen, wie du deinen Vorhand-Topspin verbessern kannst. Übung Nummer 1, du triffst den rollenden Ball möglichst früh und ziehst ihn auf die andere Tischhälfte. Übung Nummer 2, dein Mitspieler wirft dir den Ball in die tiefe Vorhand, du bewegst dich zum Ball und führst eine saubere Technik aus. Viel Erfolg!